Heute vor 23 Monaten kam diese Mail ans Göttinger Tageblatt und ich zitiere mal: Hallo, eventuell ist das interessant für Sie. Der Leiter der Transplantationschirurgie, jetzt kommt ein Name, hat sich wohl in das Ausland abgesetzt. Wir, und dann geht es weiter, hatten schon immer den Verdacht, dass mit Lebern gehandelt wird. Es war ein Schock für die Republik und vielleicht ist dieser Schock ein heilsamer. Jedenfalls wollen wir das alle hoffen. Frau Ministerin, Sie haben uns hier sozusagen eingeladen heute und Sie möchten, Sie können uns Zahlen nennen. Bei der Zahl der Spender eine Reduzierung. 2011 hatten wir noch 100, 2012 hatten wir 80, 2013 hatten wir 63 und im Vergleichszeitraum Januar bis April dieses Jahres 14 Spender. Und wenn man es auch mal bundesweit sieht, dann ist es so gewesen, dass früher mal 62% der Bevölkerung bereit waren, Organe zu spenden, ohne dass sie nun Ausweis oder Ähnliches ausgefüllt hätten, aber gesagt haben, bin ich zu bereit, finde ich richtig. Inzwischen sind das nur noch 48%. Wichtig ist uns aber wirklich, zwei Zielgruppen zu erreichen. Einmal die Bürgerinnen und Bürger, denen wir wieder Mut machen möchten und denen wir Vertrauen geben möchten, dass das, was an Skandal da war, erledigt ist. Dass wir eine zweite Zielgruppe haben, nämlich die Ärztinnen und Ärzte an Krankenhäusern, die möglicherweise diejenigen sind, die eben feststellen, dass hier möglicherweise Organe zur Verfügung stehen können. Das zentrale Problem, was diese Verunsicherung hier reingebracht hat, ist ein Thema gewesen, was sich um die Organvergabe gedreht hat. Das ist bei der Organspende in Deutschland nie ein Problem gegeben hat. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas ganz Wichtiges, was man auch mal wieder trennen muss. Wir haben über so 12.000 Menschen auf der Warteliste in Deutschland. Davon sterben pro Jahr circa 1.000 Menschen, weil ein Organ nicht rechtzeitig kommt. Beschreiben Sie doch mal, wie das Thema bei Ihnen angekommen ist. Ja, also einmal ist das Thema natürlich bei mir direkt so angekommen, dass ich mich sehr erschrocken habe, dass es das überhaupt in Deutschland so gibt und gab. Aber ich bin auch der Meinung, man sollte jetzt über diese Sachen gar nicht mehr lange diskutieren, denn es hat sehr viele positive Sachen auch dadurch gegeben. Denn wir haben ein neues Transplantationsgesetz dadurch bekommen und die ganze Sache ist wesentlich sicherer. Ist denn eine solche Lösung, wie sie ja manchmal diskutiert wird, diese Widerspruchslösung, ist die denn gesetzlich überhaupt möglich? Naja, der Gesetzgeber hat ja einen weiten Gestaltungsspielraum. Ob mit der Einführung einer Widerspruchslösung diese Grenzen überschritten werden könnten, ist bekanntlich wie vieles unter Juristen umstritten. Wir sind momentan in einer Situation, in der Menschen sich sehr, sehr zurückhalten, mit ihrer überhaupt sich darüber Gedanken zu machen und noch dazu Ja zu sagen. Was würden unsere Kinder sagen, wenn wir sie fragen würden, wollt ihr dieses oder jenes? Und wenn sie die falsche Antwort geben, dann sagen wir, ach, ihr dürft gar nicht mehr mitreden, wir entscheiden jetzt. Ja? Das ist die Botschaft. Das ist auch die Frage der Finanzierung dahinter. Wenn ich mal von mir rede, ist es so, ich habe damals von der DSO 300 D-Mark bekommen für 15 bis 20 Tage Rufbereitschaft für Organspendevergabe. Das ist ja toll. Dafür wird aber kein Mensch mehr arbeiten. Das Organspendesystem muss einfach auch mit Geld gefüttert werden. Und das ist genau der Punkt, Transplantationsbeauftragter, auch Psychologen, Seelsorger, das heißt Beratung vor Ort von den Angehörigen, wenn es um Organspende geht. Vielleicht können Sie uns mal beschreiben, was alles und was sozusagen dazu getan wurde und geeignet war, Vertrauen wieder herzustellen. Wir werden es nur schaffen, indem wir schonungslos letztendlich das Problem aufklären. Und dem sind wir ganzen in Göttingen so nachgegangen. Schonungslos, was Personen angeht, schonungslos, was Patienten angeht. Die Transplantationsbeauftragten, die solche Krankenhäuser brauchen, brauchen ja Zeit, um sich dieser Aufgabe angemessen widmen zu können. Und für die Zeit, die eben diese besonderen Ärzte brauchen, sollen genau diese Mittel den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt werden. Es gibt eine Grundpauschale und es gibt dann eine entsprechende Pauschale pro Fall. Es erschreckt einen schon, wenn man hört, früher war die Zeit, in der man auf ein Organ wartete, lag zwischen 5 und 7 Jahre. Wenn man jetzt hört, die Zeit wird sich ausdehnen auf 7 bis 10 Jahre, da überlegt man natürlich, werde ich das überhaupt noch erleben?
und alle Möglichkeiten, die dazu dienen, andere zu ermutigen, eine Entscheidung zu treffen für Organspende oder auch von mir aus auch gegen, also sich darüber Gedanken zu machen, sind wichtig und gut. Haben Sie selbst jemals darüber nachgedacht, einen Organspendeausweis auszufüllen? Ich hatte sogar einen. Ich bin ja, habe jahrelang Hochleistungssport gemacht und vor Niedersachsener Deutschen Meisterschaften, man muss auch sich jedes Jahr sportärztlich untersuchen lassen. Und da haben auch viele Leute bei uns aus dem Verein schon so ein Ding gehabt und das hatte ich also auch. Und nicht nur erst seit dem Unfall, und das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, wo sich jeder auch drüber Gedanken machen kann. Die meisten Fragen kann man sich selber stellen und ich als Transplantierter und als Wartner kann es nur sagen, es ist eine heiße Phase, es ist eine sehr interessante Zeit auch. Und man muss sich nur mal überlegen, was ist oder was macht die Familie mit. Und das ist teilweise sehr, sehr schwer. Und das kann man auch leider nur als Transplantierter, ich gönne das hier keinem, auch erzählen, wenn man denn weiß oder nach der Transplantation hört, das hätte sich noch so ein Monatsbereich bewegt, was man noch zu leben hat. Da hofft man doch, dass jeder einen Ausweis hat. Und die meisten Fragen kann man sich selber stellen. Wie wäre es, wenn ich ein Organ bräuchte? Und deswegen hoffe ich auch, dass viele Leute sich dafür entscheiden und das machen. Und sich dazu entscheiden, auf jeden Fall. Ja. Man wird eher zum Empfänger, als dass man mit Ausweis zum Spender wird. Vielleicht wird das noch ein ganz gutes Abschlusswort. Dankeschön. Bei uns imponiert ja deutlich mehr, vor allen Dingen emotional, wenn die Betroffenen selber sich zu Wort melden. Also ich würde auch sagen, der Bereich Selbsthilfe ist ein zusätzlicher Bereich, den es ebenfalls zu unterstützen gibt, weil ich glaube, dass da eben auch gerade besondere Sensibilität innerhalb der Bevölkerung geschaffen werden. Also Sie sollen hier auf keinen Fall überredet werden und ich glaube, gerade hier bei den Betroffenen haben wir ja sehr klar, sehr deutlich, deutlicher als hier im Podium, weil wir das gar nicht so diskutiert haben, etwas anderes gehört. Nämlich genau die Frage, ich möchte, dass alle Menschen sich damit auseinandersetzen. Frage, wo kann man sich ganz neutral darüber informieren? Man kann also ins Internet gehen. Gehen Sie auf die www.bzga.de. Dort hat man die Möglichkeit, die einzelnen Broschüren runterzuladen. Organspende ja oder nein ist auch eine Frage, die man mal mit den Augen der Angehörigen sehen muss, die sich möglicherweise statt einem selber entscheiden müssen, wenn es eben selber nicht mehr geht. Auch da die Bitte, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Und vielen Dank an alle, die gekommen sind, weil das der Beweis dafür ist, dass sie sich damit auseinandersetzen wollten.